Ja, Leute, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Tutorial. Diesmal Fliegen fischen auf Barsch. Spreche mit euch wieder alles durch. Tackle, Ruten, Rollen, Schnüre, Vorfächer, Fliegen und so weiter und so fort. Aber am Anfang erstmal, warum sollte man auf Barsch fischen mit der Fliegenrute? Ja, zum einen, es macht natürlich erstmal unglaublich viel Spaß, weil man halt sehr viele Fische fangen kann, wenn man einmal so einen Sparm gefunden hat. Das heißt, man kommt sehr gute Resonanz, ob das, was man macht, ob das richtig ist. Das heißt, man entwickelt eine Art, ja, ein Selbstbewusstsein, was das Streamerfischen angeht. Ja, gerade wenn man das noch nicht gemacht hat, ist, finde ich, der Barsch der Fisch, mit dem man anfangen sollte, gerade als Anfänger. Und man kann natürlich aufgrund dessen, dass man halt eine hohe Resonanz hat, also viele Bisse bekommt, kann man gleich den für das Streamerfischen so wichtigen Strip-Set üben. Nicht unbedingt jetzt wichtig für den Barsch, da könnt ihr einen normalen Trout-Set machen, weil Barsch hat ein recht weiches Maul. Aber gerade fürs Fliegenfischen auf Forellen, Hecht, Zander, Rapfen, da ist das Strip-Set, also das Hakennetzen über die Schnurhand, eigentlich eine Grundvoraussetzung. Und das lässt sich beim Barschangeln recht gut üben. Und natürlich, das ist auch ein ganz großer Faktor für mich zumindest, man kann durchaus im Gegensatz zu den Spinnfischern im Vorteil sein. Denn die Barsche sind noch nicht auf Fliegen konditioniert. Die sind auf irgendwelche Blinker, Spinner, Gummifische, Rigs wie Carolina Rig, Dropshot Rig, Gummifische, sind halt konditioniert. Das kennen die alles schon. Aber so ein Streamer kennen die Barsche in den meisten Gewässern noch nicht. Und wenn er dann halt so einen kleinen Baitfish-Streamer durchzieht, der so schön in der Schwebe bleibt, wenn man eine Strip-Pause macht, das kennen die vielleicht halt so noch nicht. Und deshalb kann man durchaus gegenüber dem Spinnangler im Vorteil sein. Ja, besprechen wir zuerst die Ruten. Was für Ruten sollte man benutzen? Für mich das Arbeitstier, und das sollte auch für euch so die erste Rute sein, ist die Schnurklasse 6. Ist einfach am universellsten. Auch bei größeren Barschen hatte ich da bisher gar keine Probleme. Man kann aber durchaus, wenn man größere Streamer benutzen möchte und auch schwerere Streamer benutzen möchte, durchaus Schnurklasse 7 fischen. Und ich würde auch unter Umständen auch nicht davor zurückschrecken, Schnurklasse 8 zu fischen. Natürlich jetzt nicht wegen der Kampfkraft der Fische, das nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kante abfischen muss in 4, 5 Meter tief und ich muss schnell runter, es ist Sommer, das heißt, eine schnelle Köderführung ist gefragt, eine aggressive Köderführung ist gefragt. Das heißt, ich muss einen Streamer nehmen, der vorne vielleicht extrem schwer besperrt ist, durch irgendwelche Dumbbell-Eyes oder dergleichen, um so eine richtig schöne aggressive Jig-Aktion zu bekommen. Die kannst du an Schnurklasse 6 wahrscheinlich nicht mehr werfen, da musst du mindestens 7, wenn nicht sogar 8 fischen, um das überhaupt noch richtig präsentieren zu können. Ist jetzt aber auch kein Problem, weil ganz ehrlich, in der Welt ist Fliegenfischens ist eine Schnurklasse 8 doch schon ein ordentlicher Knüppel. Aber wenn man das jetzt mal mit vergleichbaren Spinnruten vergleicht, ist Schnurklasse 8 sowas wie eine 20 Gramm Spinnrute. Eine sehr spapplige 20 Gramm Spinnrute. Ne? Also man muss ja schon ab und zu mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Aber an sich würde ich Schnurklasse 6 empfehlen. Vielleicht noch Schnurklasse 7, Schnurklasse 8 ist dann doch schon speziell. Wird es aber durchaus in Betracht ziehen, definitiv. Am liebsten verwende ich auch beim Barsch-Streamer-Fischen, genauso wie beim Forellenfischen, falls ihr das Tutorial gesehen habt, spezielle Streamer-Routen. Das heißt Routen, die sich wirklich durchgängig im ganzen Blank durchbiegen beim Werfen, also bis in die Butt-Section. Insbesondere dann, wenn ich Vollsinkschnüre fische, wie hier. Das ist jetzt wirklich, das ist keine Sinktipp, das ist wirklich eine Vollsinkschnur. Die haben halt ein höheres Grain-Gewicht. Das heißt, ich brauche eine Route, die mehr beim Werfen sich mehr aufladen kann, mehr Energie speichern kann, um diese schwereren Schnüre überhaupt noch werfen zu können. Und zum anderen muss man sagen, dass diese Vollsinkschnüre auch im Durchmesser, man sieht man das vielleicht, wesentlich dünner sind als Schwimmschnüre und Intermediate-Schnüre. Das heißt, die haben weniger Luftwiderstand und sausen mit viel höheren Geschwindigkeiten durch die Luft. Und deshalb bräuchte man vorher eine Route, die das Ganze ein bisschen abfedern kann. Bei Intermediate Schnüren, da benutze ich ganz normal eine Salzwasserfliegenrute, das ist kein Problem. Aber so bei einer Sync 5 Schnur, da muss ich auf so eine Streamer-Route gehen. Also ich habe jetzt hier noch eine 6er Route, das ist eine Scott-Route, Scott Meridian, Salzwasserfliegenrute. Die wirft die 6er Intermediate Rio Outbound Short, das ist auch eine sperrere Schnur, die ist fast zwei Schnurklassen höher. Fantastisch. Wenn ich diese Schnur hier dran mache, ist auch eine 6er Schnur, die ist sogar noch ein bisschen leichter. Ja, da lust die ziemlich ab. Also da muss ich dann hier meine Thomas & Thomas Exocet SS-Route nehmen, einfach damit ich die überhaupt noch werfen kann. Also ich würde euch definitiv empfehlen, wenn ihr ins Streamerfischen geht, dass ihr euch entsprechende Routen zulegt. Ich mache euch mal eine ganze Liste unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr euch mal durchlesen, durchklicken, ob was für euch dabei ist. Preislich, ja, alles möglich von 200 € bis 1200 €. Ne?
Ja, zu den Rollen sei gesagt, dass ich eine Rutsch-Aber-Rolle nehmen würde. Jetzt nicht, weil ihr jetzt schnell die Schnur aufnehmen müsst, um den Barsch jetzt zu drillen über die Bremse. Die Barsche, die strippt ja einfach nur ein. Selbst 35er, 40er Barsche, die strippt ja einfach nur ein. Kein Problem. Ich würde aber eine Rutsch-Aber deshalb nehmen, damit die Schnur halt in relativ großen Klängen auf die Spule aufgewickelt wird, damit ihr weniger Schnurdrall habt und deshalb entspannter wirft über den Tag verteilt. Ich würde noch darauf achten, dass die Rolle recht leicht ist, denn man macht doch sehr viele Würfe an so einem Angeltag. Darauf wollte ich noch achten. Ansonsten gibt es nicht viel zu beachten bei einer Rolle für das Barschangeln. Ja, bei den Schnüren, da kommen eigentlich alle Schnüre in Frage von Floating, Intermediate, Sink 3, Sink 5 bis Sink 7 runter, um die ganze Wassersäule abzudecken. Am liebsten fische ich Rio Outbound Shorts Schnüre und Schnüre von Scientific Angler, die Sonar Titan Taper. Die haben sich ziemlich bewährt, muss ich sagen. Bei Vollsinkschnüren würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es sogenannte Triple Density Schnüre sind. Das heißt, die Schnur, die hat vorne beispielsweise Sink 5, dann ein Abschnitt Sink 3 und dann hinten Intermediate Schnur, so wie diese Schnur jetzt hier. Das hat den Vorteil, dass die Schnur gleichmäßig absinkt, man besseren Kontakt zur Fliege hat. Wenn die ganze Schnur jetzt Sink 5 wäre, dann würde die in so einen richtig großen Bogen absinken. Man hätte so einen großen Bogen halt drin und man hätte einfach keinen guten Kontakt zur Fliege und natürlich dann auch zum Fisch. Bei der Verwendung wollte ich noch darauf achten, dass ihr die Schnur nicht nur an die Gewässertiefe an sich anpasst, dass ihr also jetzt sagt, okay, ich muss jetzt 6 Meter runter, also nehme ich jetzt eine Sink 6 Schnur, ich fische jetzt flach, also nehme ich eine Intermediate Schnur, sondern dass ihr die Schnüre auch so wählt, dass sie zur Temperatur des Wassers passt. Es ist so, wenn ich jetzt kleines Gedankenspiel, ich muss jetzt in 4 Meter Tiefe runter, es ist Sommer, kann ich eine Sink 5 Schnur nehmen, beschwerter Streamer, werf aus, brauche nicht lange warten, bin ziemlich schnell unten und fange an mit Einstrüppen, kein Problem. Jetzt haben wir Winter, selbe Stelle, Fische stehen vielleicht auch dort jetzt, hart am Grund, ja, Wassertemperatur ist von 20 Grad auf 10 Grad runter, Fische sind nicht mehr so aktiv. Wenn ihr jetzt eine Sink 5 Schnur nehmt, seid ihr zwar auch ziemlich schnell unten, aber aufgrund der niedrigen Wassertemperatur müsst ihr jetzt den Streamer langsamer einholen. Und wenn ihr dann halt so eine schwere Schnur fischt, kann es sein, dass ihr halt sehr viele Hänger bekommt, weil beim langsamen Einstrippen diese Sink 5 Schnur immer noch weiter am Absinken ist und ihr kratzt am Boden lang. Deshalb ist es besser, wenn ihr in solchen Situationen eher eine langsamere Schnur nehmt, zum Beispiel jetzt eine Sink 3 Schnur beispielsweise, müsst dann zwar länger warten mit dem Absinken, könnt dann aber, wenn ihr unten seid, langsamer einstrippen, ohne dass die Schnur beim Einstrippen weiterhin auch noch absinkt, wie halt die Sink 5 Schnur und ihr dann ständig Hänger habt oder irgendwelche Blätter oder so auflest. Also achtet bitte darauf, dass ihr jetzt nicht nur die Schnur wählt nach der Gewässertiefe, sondern auch nach der Einstrippgeschwindigkeit, die sich oft danach richtet, welche Wassertemperatur wir haben. Ne? Höhere Wassertemperatur, schnelleres Einstrippen, niedrige Wassertemperatur, langsameres Einstrippen und entsprechend müsst ihr halt auch eure Schnurwahl treffen. Wenn ihr jetzt natürlich aber am Fluss unterwegs seid, dann würde ich natürlich ganz normal eine Sinktippschnur nehmen. Entweder eine kurze Sinktipp für kleinere Gewässer oder halt eine normale, lange Sinktippschnur. Das ist natürlich kein Problem. Wenn ich oberflächennah fischen würde, einfach eine Intermediate-Vollschnur. Ja, kommen wir zu den Vorfächern. Bei Floating und Intermediate-Schnüre nehme ich einfach ganz klassisch gezogene Vorfächer, 7,5 Fuß bis 9 Fuß lang. Die Spitze der Vorfächer richtet sich ein bisschen so nach den Fliegen, die ich benutze. Bei Schnurklasse 6 würde ich sagen, reicht das so von 0,20 mm bis 0,28 mm Vorfachspitze. Ist halt abhängig, wie schwer die Fliegen sind, wie groß die Fliegen sind, was für einen Luftwiderstand die Fliegen bieten. Aber ich würde so sagen, mit 0,25 mm Vorfachspitze ist man ganz gut dabei. Bei den Vollsinkschnüren wie diese hier ist es ganz einfach. Ich laufe da einfach ein ganz normales Stück 1 Meter bis maximal 1,50 Meter langes Fluorocarbon ein. Hier kann das Vorfach durchaus länger sein im Stillwasser. Anders wie jetzt beim Forellenangeln, wo ich Sinktippschnüre benutze. Man hat ja sehr viel mit Querströmungen zu tun, Unterströmungen zu tun. Da will ich das Vorfach natürlich ziemlich kurz halten, damit die Fliege nicht oben im Wasser irgendwie im turbulenten Wasser ist und die Sinktippschnur hier unten ist. Und so hat man ja gar keine Kontrolle über den Streamer, bekommt auch die Bisse nicht mit. Hier im Stillwasser kann man sich das leisten, die Vorfachlänge zu vergrößern. Das ist kein Problem. Wobei ich ja auch schon keine Ahnung, mit 50 cm kurzen Vorfächern gefischt habe. Die Barsche stört das absolut nicht. Aber dennoch würde ich gefühlsmäßig ein bisschen länger gehen in der Vorfachlänge. Wenn ihr jetzt natürlich am Fluss unterwegs seid und mit Sinktippschnüren fischt auf Barsch
Und ihr habt jetzt irgendwie turbulenteres Wasser, wollte ich auch da mit der Vorfachlänge ein bisschen zurückgehen. Generell würde ich so sagen, das Vorfach immer so kurz wie nötig, aber so lang wie möglich wählen. Ein Tipp, den ich euch noch geben möchte bei Verwendung von Vollsinkschnüren und Sinktippschnüren ist, dass ihr das Vorfach, sei es aus Monoschnur oder aus Fluorcarbon, ist ja einfach nur ein einfaches Stück, ist ja jetzt nicht getapert oder so. Da macht ihr halt am anderen Ende eine Schlaufe rein und diese Schlaufe würde man dann einfach in die Sinkschnur einschlaufen, hat dann aber den Nachteil, dadurch, dass das Vorfach so dünn ist, dass es unter Last in das Coating der Sinkschnur einschneiden würde. Deshalb schalte ich zwischen Sinktippschnur oder Vollsinkschnur und Vorfach nochmal so einen kleinen Loop-Connector, den ich mir selber aus monophile Schnur mache. Das heißt, am einen Ende mache ich eine Schlaufe und am anderen Ende noch eine zweite Schlaufe. Und das schalte ich halt dazwischen und in der einen Schlaufe tue ich dann die Flugschnur einschlaufen und in der anderen das Vorfach. Und somit ist das Coating von der Flugschnur geschützt. Ja, kommen wir zu den Fliegen. Und da hat sich doch in den letzten Jahren auf dem Markt einiges getan. Denn neben diesen klassischen Baitfischfliegen, die es so gibt, sind jetzt auch noch andere Fliegen auf den Markt gekommen. Denn als Fliegenfischer versuche ich natürlich auch immer so ein bisschen das Spinfischen zu imitieren. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch solche Fliegen, die an so ein Skirted Jig erinnern. Das heißt, man hat Fransen dran, man hat einen Hakenschützer dran und es ist halt fantastisch, um am Grund zu fischen, um Krebse zu imitieren, nur halt eben mit der Fliegenrute. Weiterhin gibt es so Fliegen, die so ein bisschen an Twister erinnern. Vorne besperrt, ups, sag's mal, vorne besperrt und dann einfach so ein Twisterspanz dran. Ist auch mal was komplett anderes, dass man mit den Fischen halt nicht immer diese klassischen Streamer, sage ich jetzt mal, so präsentiert. Ne? Was man aber auch nicht übersehen sollte, gerade bei Barschen, ist die Tatsache, dass Insektenlarven einen sehr großen Prozentsatz der Nahrung ausmachen. Deshalb, wenn es jetzt auf klassischen Baitfish-Streamer nicht funktioniert, mache ich halt auch mal so Insektenimitation dran, ne? Was mehr so an Libellenlarven, Käferlarven imitiert. Da gibt es doch schon allerhand. Einfach mal in der Forellenabteilung schauen. Und ja, viele fressen halt auch so Asseln, Blutegel. Ja, Blutegel lassen sich beispielsweise mit solchen schwarzen Streamern ganz gut imitieren mit solchen Leech-Pattern oder Woolly-Buggers. Und ja, dass man halt nicht immer nur den Barschen irgendwelche Köderfisch-Imitationen zeigt, sondern auch mal ein bisschen so über den Tellerrand schaut und auch mal schaut, was die Spinfischer machen, was die so anbieten, was es da so für Köder gibt. Und ja, es gibt auch so Wurm-Imitationen ja, im Fliegenfischerbereich, auch die vielleicht mal anbieten. Was natürlich auch noch Spaß macht zu fischen, gerade im Sommer, sind Popper. Ne? Brauche ich nicht erklären, warum das Spaß macht. Topwater ist immer cool. Was man auch machen kann, ist, wo erlaubt. Bei mir ist es erlaubt. Ja, bei mir ist das Hygienefischen erlaubt und nach Absprache mit der Fischereiaufsicht ist das erlaubt. Dann kann man hier natürlich hinten am Hakenbogen noch ein Vorfach dran machen, quasi. Ja, und dann als Trailer quasi noch einen zweiten Streamer hinten dran. Vorteil davon ist, dass dann der Popper quasi die Barsche aufmerksam macht, zur Fliege hinlockt und dann. Entweder fängt dann der Popper oder die Trailerfliege hinten dran. Das ist gerade auch in den USA bei den Redfish-Anglern eine spezielle Technik, um Redfish zu fangen. Nehmen wir so eine Art Popper und machen dann hinten dran irgendeinen Blinker oder irgendeinen Wurm oder dergleichen. Auch das kann man adaptieren fürs Barschangeln. Und auch ein Blick in die Bonefish-Permit-Abteilung lohnt sich. Man kann halt, das ist halt das Schöne beim Streamerfischen, gerade auf Barsch, man kann ein bisschen experimentieren. Und das sind jetzt halt, dass ihr zum Beispiel eine Bonefish-Fliege, die ich übrigens auch zum Karpfenangeln nehme, einfach absinken lassen und dann am Grund einstrippen. Funktioniert auch ganz gut. Hat dann halt auch wieder so die Funktion von einem Jig, Skirt Jig, irgendwie sowas oder Creature Bait. Dann natürlich gibt es auch solche großen Baitfish-Fliegen, das ist jetzt der Deceiver. Der ist allerdings jetzt, ich zeige es mal ganz kurz, von der Größe her. Bräuchte man da jetzt schon definitiv Schnurklasse 7, da ließ sich jetzt nicht mehr an einer 6er werfen. Ja, kommen wir kurz zu meiner Farbauswahl. In der Regel fange ich natürlich an, ganz normal. Wenn ich aber sehe, okay, das Wasser ist ein bisschen trüb oder dergleichen, dann nehme ich gerne chartreuse Muster oder weiße Muster, gerne auch mit ein bisschen Flash drin. Wenn jetzt die Sonne scheint, ja, dann fische ich generell gerne Fliegen. Mit bisschen Flash drin, die ein bisschen glitzern, einfach weil dann auch die Beutefische glitzern und das Licht reflektieren und somit erfülle ich dann quasi die Erwartungshaltung des Raubfisches, nämlich dass die Beute glitzert ein bisschen. Ne?
Wenn ich jetzt allerdings in eine Schattenlinie komme und dort fische oder es ist bewölkt, dann gehe ich von diesen Glitzermodellen weg, weil das wirkt dann irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen unnatürlich. Und dann gehe ich mehr so auf dunkle Muster, wie diesen hier, wo jetzt nicht mehr so viel Flash drin ist oder gar kein Flash drin ist, also komplett gedeckte Farben. Das ist zum Beispiel, finde ich, jetzt so der Vorteil gegenüber der Spinnfischer, dass wir Fliegenangler so komplett dunkle Sachen fischen können, wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir halt mal hier so eine Magnus aus dem Meerforellenbereich, was halt komplett gedeckt ist, was gar keine Lichtreflexe auslöst. Und das ist manchmal fängiger als irgendwelche Glitzerbäume, die man da durch die Luft wirft. Ansonsten möchte ich noch gerne mit einem kleinen Mythos aufräumen. Barsche können kein UV-Licht sehen, genauso wie Forellen kein UV-Licht sehen können. Wissenschaftlich bewiesen, das können die Barsche und Forellen nur im Jugendstadium, verlieren dann diese Fähigkeit später, je älter sie werden. Sprich, die Rezeptoren, die dafür verantwortlich sind, das UV-Licht aufzunehmen, die bilden sich komplett zurück. Im Jugendstadium macht das auch Sinn, denn da ernähren sich die Barsche wie auch die Forellen eher von Zooplankton. Und dieses Zooplankton ist ja weitestgehend durchsichtig. Nehmen wir an, zum Beispiel Wasserflöhe als Beispiel. Der Körper ist durchsichtig, man sieht nur so die Eingeweide drin und diese reflektieren quasi dann das UV-Licht und das können dann die Barsche sehen und sehen dann halt auch das Zooplankton und können das dann fressen. Aber später im Alter legen sie diese Fähigkeit wieder ab. Deshalb wollte ich mir da keine Gedanken machen jetzt über irgendwelche UV-aktiven Farben bei meiner Fliegenwahl. Worauf ich aber achten würde bei meiner Fliegenwahl ist zum Beispiel, ob sie unbeschwert oder beschwert ist. Im Sommer ist ja eine schnellere Köderführung angesagt, ein bisschen mehr Action, ein bisschen aggressiverer Köderlauf. Und da finde ich solche beschwerten Streamer immer ganz gut, wie den Klauser Minnow. Sind halt vorne beschwert quasi wie ein Bleikopf und haben dann diese aggressive Jigging-Aktion. Während im Herbst oder im Winter fische ich mehr solche unbeschwerten Streamer, die dann halt schön im Wasser hängen bleiben. Wenn ich einstrippe und eine Pause mache, bleiben sie halt stehen und werden quasi richtig eingesaugt von den Barschen. Also das würde ich auch immer der Wassertemperatur ein bisschen anpassen und natürlich auch der Laune der Fische. Wie gesagt, bei Barschen bekommt man eine hohe Resonanz und kriegt ziemlich schnell mit, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber im warmen Wasser würde ich mit einem beschwerten Streamer anfangen und im kälteren Wasser mit unbeschwerten Streamer. Ansonsten, wie knote ich meine Fliegen ans Vorfach? Ob man jetzt einen Schlaufenknoten dran macht, wie so einen Rapallaknoten oder einen Clinchknoten, sei erstmal dahingestellt. Also da habe ich wirklich keine großen Unterschiede gemerkt, vor allen Dingen im Sommer nicht, wenn man eh ziemlich schnell einstrippt. Das ist eh immer Spannung auf der Schnur, da macht so ein Schlaufenknoten meiner Meinung nach nicht so einen großen Unterschied. Wo es einen Unterschied machen kann, ist halt im Spätherbst oder im Winter, wenn man ganz langsam einstrippen muss, auch mit solchen sperrenlosen Fliegen. Da kann es, denke ich, schon einen Unterschied machen, weil die halt mehr Bewegungsspielraum haben und dann schöner abkippen können beim langsameren Lauf. Das könnte vielleicht da durchaus von Vorteil sein. Ansonsten, wenn ich solche größeren Streamer hier benutze, wie den Deceiver oder wie dieses Muster hier, wie gesagt, das ist schon Schnurklasse 7 Bereich, da kann man auch vorne einen ganz klassischen Snap nehmen. Ich finde die Snaps von Savage Gear ziemlich ganz gut, dann kann man die Streamer schnell austauschen. Von irgendwelchen komischen, wie soll ich sagen, Einhängern, die so gedreht sind, wo man die Fliege so einhängen kann, wollte ich abraten. Das habe ich schon in meinem Forellen-Tutorial gesagt, da habe ich extrem viele Fische verloren oder auch Streamer verloren, die beim Werfen sich dann wieder rausgedreht haben und dann verloren ging. Also davon wollte ich abraten. Im Zweifelsfall würde ich grundsätzlich immer anknoten, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ja, die Verbindung ist schön sauber. Und wenn man seinen Knoten vertraut, dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Ansonsten beim Werfen von diesen Vollsinkschnüren und gerade auch in Kombination mit beschwerten Streamern, gewöhnt euch an, den Belgium Cast zu benutzen. Schaut euch einfach mal ein paar Videos an. Hier auf YouTube gibt es haufenweise Tutorials Belgium Cast. Warum der Belgium Cast, also Belgium Wurf heißt, keine Ahnung. Gemeint ist damit, dass man ellipsoid wirft. Das heißt, wenn ihr nach hinten wirft, zeigt die Rute zur Seite und nach vorne werfen, ist die Rute wieder senkrecht. Ja, Rückwurf, Vorwurf, also man macht so einen ellipsoiden Wurfstil, einfach deshalb, damit die Sinkschnur und vor allen Dingen der beschwerte Streamer nicht mit dem Rutenblink kollidieren kann. Und gerade bei schnell durch die Luft sausenden Vollsinkschnüren wollte ich mir auf jeden Fall den Belgium Cast angewöhnen. Ansonsten benutze ich für das Werfen immer einen Schnurkorb. Ich mag den von Arix ganz gerne. Der ist schön klein, leicht, kompakt und funktioniert. Hat nur dann einen Nachteil, wenn man vom Ufer ausfischt, dann hängen natürlich die
Schnurklänge hier runter und man kann sich irgendwo im Gras oder Gestrüpp verheddern. Da würde ich dann eher einen geschlossenen Schnurkorb nehmen. Ein weiterer Nachteil von dieser Art Schnurkorb ist halt, wenn es windig ist. Ne? Dann wird es einem hier die Schnur durcheinander und runter. Auch da würde ich dann eher zu einem geschlossenen Schnurkorb tendieren. Ansonsten, was sollte man noch als erfolgreicher Stümerangler immer dabei haben? Natürlich Propaganda für die Hakenpfeile, ganz wichtig. Denn als Fliegenfischer kann man nicht einfach mal, so wie der Spinnenangler, wenn die Haken stumpf sind, die Haken austauschen. Die Fliege will man jetzt auch nicht wegschmeißen, also muss man nachschärfen. Von daher besorgt euch bitte einen guten Hakenschärfer. Nichts ist frustrierender, man fischt den ganzen Tag, 40er Barsch beißt und der Haken greift nicht. Ein weiteres Utensil ist der Kamm. Wozu braucht man den? Nach dem Barschbiss sehen die Stüme oftmals ziemlich verfilzt aus, genauso wie auch beim Hechtbiss oder Forellenbiss. Deshalb habe ich immer einen kleinen alten Kamm dabei und dann kann ich die wieder auskämmen, sodass das Material dann wieder entfilzt ist und dann wieder ein schönes Spiel aufweist im Wasser. Was man auch dabei haben sollte, sind Splitshots. Dadurch lassen sich unbeschwerte Fliegen in beschwerte Fliegen umwandeln. Stellt euch vor, ihr fischt jetzt das Muster hier. Ist eine gute Farbe, passt perfekt zur Lichtsituation, zur Wassersituation, aber ist halt unbeschwert. Könnt ihr einfach hier ein großes Splitshot rausnehmen, knallt das aufs Vorfach genau vor der Fliege davor und schon habt ihr aus einer unbeschwerten Fliege eine beschwerte Fliege gemacht mit einer schönen Schick-Aktion. Was ihr auch haben solltet, sind Stripping Guards. Die zieht ihr einfach über euren Zeigefinger oder Mittelfinger drüber, je nachdem, wo ihr die Schnur drüber zieht. Die Hände werden natürlich nass beim Fliegenfischen. Die Haut weicht auf und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr eure Haut einschneidet. Von daher, wenn ihr gerade jetzt so eine Session macht, so von 2-3 Tagen, da wollte ich den auf jeden Fall benutzen. Ja, das war mein kleiner Exkurs Fliegenfischen auf Barsch für Anfänger. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich beantworte alles, kein Thema. Und ich wünsche euch viel Glück am Wasser. Macht's gut. Tschüss.